Hey meine Lieben, ich möchte euch zeigen, was ich im September so gerne benutzt habe. Ich hatte ja im August schon ein paar Sachen, die ich mit euch geteilt habe, aber es kamen trotzdem ein paar Sachen dazu, die ich im September einfach geliebt habe zu benutzen. Ich habe es beschränkt auf ein paar Sachen, die ich halt mehr benutzt habe und die teile ich jetzt mit euch. Ich fange als erstes mit einem Duft an, den habe ich auch gar nicht so lange und zwar ist es der Duft von Fendi. Das ist Eau de Parfum, also erstmal die Verpackung. Oh mein Gott, wie cool ist das? Das ist so schick, das ist so totally me, ja. Und Gold und Schwarz, das ist sowieso meine Lieblingskombination. Und dieser Duft ist arabischer Jasmin und irgendeine Holznote oder so, oder Leder. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich finde, dass man das vielleicht nicht so rausriechen kann, aber ich bin jetzt auch kein Duftexperte. Für mich ist es so schwer, auch schon orientalisch würde ich sagen. Und es ist so, ja, halt absolut ich. Ich mag so diesen sauberen Geruch und da ist sogar eine schwere Note mit bei, was ich mag. Keine Ahnung, also das ist so, ja, das ist so total ich. Also wenn ihr mal in der Parfümerie seid, dann könnt ihr ja mal so eine Schnupperprobe machen. Ach, ich bin ja sehr geizig, was Parfum angeht. Ich kaufe mir ja selber keins. Ich lasse mir das ja immer schenken. Und dann benutze ich das auch ganz wenig. Also immer so ein Spritzerchen, damit ich auch wirklich was davon habe. Ich habe jetzt meinen Duft von Cartier, der ist sehr blumig. Den habe ich schon seit 2 Jahren. Genau, weil ich halt so sparsam bin. Dann habe ich noch die Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade. Ich neige immer dazu, Dip Brow Pomade zu sagen, weil es einfach zu viel Dip und Brow und Pomade ist. Da komme ich so ein bisschen durcheinander, wie Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das ist für mich so dasselbe. Deswegen Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade in der Farbe Dark Brown. Das wäre jetzt diese hier. Und ich liebe es, also ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass ein Augenbrauenprodukt, also diese sind ja extrem gehypt, dass es wirklich so gut ist. Ich habe das bekommen und habe es auch aufgetragen, sofort, als ich es halt bekommen habe. Und als mein Mann nach Hause kam, meinte er, oh, irgendwas ist anders, es sieht halt total gut aus mit deinen Augenbrauen. Ich meinte, ja, das ist halt die Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills. Und also ihm ist es sofort aufgefallen und dann war ich halt für die Drehs in Berlin wieder und dann kam meine Schwester zu Besuch und sie meinte, oh, mit deinen Augenbrauen ist irgendwas anders. Und ich meinte, ja, ich habe halt dieses Zeug, also sie kann mit sowas überhaupt nichts anfangen und ich habe jetzt auch nicht so viel darüber erzählt. Ich meinte, es ist halt nur so ein Augenbrauenprodukt und das benutze ich jetzt und das fällt halt voll vielen Leuten auf. Ich habe jetzt gar nichts, also ich bin überhaupt nicht geschminkt und das ist halt ziemlich cool. Es ist so eine Pomade, ja, es ist halt weich und allerdings muss ich sehr sparsam damit umgehen, weil das dann halt so auf einmal, bam, total schwarz wirken kann. Aber das Auftragen ist schön, das Verblenden ist toll und das Finish ist einfach nur perfekt. Dann habe ich mir noch ein Mordwerkzeug gekauft, weil ich finde, dass man heute auf den Straßen etwas sicherer sein sollte. Nein, das ist das ist ein Nagellack und zwar von Christian Louboutin. Das ist schon sehr dekadent, finde ich, diese Verpackung, aber auch total ich. Ich mag es und es ist perfekt, so wie es ist. Das ist jetzt die Verpackung. Ich kann den Deckel jetzt so abnehmen. Das wäre jetzt der Deckel und dann kann ich das so aus dieser kleinen Minischachtel rausnehmen. Eigentlich wie so eine Schmuckschachtel, ja. Und das ist der Nagellack selber. Das ist das Original Rouge, also die Farbe Rot in diesem Falle, heißt halt Rouge. Und das ist das Rot, was unter den Sohlen ist von Christian Louboutin. Und das ist auch wirklich, also ich drehe euch das einmal kurz auf. Und das ist halt so der Kopf. Also man pinselt wirklich mit diesem langen Hals. Ich dachte mir erstmal so, oh, das wird ja total umständlich. Aber als ich es das erste Mal benutzt habe, war es sogar einfacher, die Fingernägel zu lackieren, weil man einfach so viel, ich weiß nicht, es war einfacher. Irgendwie wie mit so einem
Pinsel, also mit so einem langen Pinsel, wenn man so mit Tusche arbeitet oder so, ne? So einfach war das. Und mit den Kleinen finde ich das manchmal unhandlich und manchmal fällt mir der Pinsel auch aus der Hand. Und dieses Problem habe ich damit halt überhaupt nicht. Wenn ihr wissen wollt, ob es sich lohnt und wie die Farbe und alles ausschaut, dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr eine Review wollt. Dann habe ich mir in der Drogerie einen Lipgloss gekauft und zwar von Manhattan. Das ist jetzt dieser hier in einer roten Farbe und zwar in der Farbe 10 Sea Roaring Red. Also die Verpackung ist identisch mit diesen Rimmel London Lip-Lack, die ich ja aus London mir gekauft habe. Ihr habt ja auch, also einige von euch haben ja immer gefragt, woher ich das habe, weil die Farben, also es ist ja so ein ganz leichtes Pastellorange und so ein absoluter Nude-Ton, absolut meine Favoriten. Und dann war ich letztens bei DM oder Rossmann, ich weiß es nicht, und dann habe ich bei Manhattan an diesem Counter gesehen, dass sie diese Farbe haben. Also es ist wirklich identisch. Gleiche Verpackung und die Farbe gab es wirklich. Die Namen sind ein bisschen anders, aber auch dieser Nude-Ton und dieses Orange gab es bei Manhattan. Ich glaube, ich weiß den Preis nicht mehr. Deswegen sage ich darüber jetzt halt auch nichts, weil ich euch nicht irgendwas Falsches nennen möchte. Aber es ist halt identisch, die Verpackung und so. Vielleicht ist Manhattan ja Rimmel London. Rimmel London gab es ja früher mal in Deutschland, jetzt irgendwie nicht mehr. Allerdings kann man das, glaube ich, online bestellen und das war total krass. Also es war in dem einen DM, glaube ich, ausverkauft und dann bin ich halt zu dem anderen gegangen und habe mir das gekauft. Was ich an dem doof finde, ist, der läuft so ein bisschen in die Rillen. Bei diesen zwei Farben sieht man das nicht so, aber bei dem Rot sieht man das dann halt schon eher. Aber man kann so ein bisschen mit Concealer und Lipliner arbeiten und dann ist es eigentlich auch schon wieder aufgehoben. Ein Schmuckstück, welches ich wirklich fast jeden Tag benutzt habe und in meinen vorletzten Videos in etwa hatte ich zwei Looks und da waren die Kommentare ja eigentlich hauptsächlich, ja, ich mache mal ein Tutorial zu diesem Look und das habe ich mit der Anastasia Beverly Hills Amrazy Palette geschminkt. Das ist natürlich eine Palette, muss man die haben, weiß ich nicht. Ich musste sie haben, weil ich wusste, dass ich die Farben liebe und ich bin sowieso so ein kleiner Fan von Anastasia Beverly Hills mittlerweile und deswegen wollte ich unbedingt die Amrazy Palette haben. Die Farben sind absolut ich und welche Farben ich am allerliebsten mag, sind einmal Caramel und Morocco. Das sind so meine zwei Farben, mit denen ich am liebsten in meiner Lidfalte arbeite zum Verblenden und darauf baue ich alle Farben auf. Also alles, was dann auf mein Lid kommt und das ist einfach nur so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das halt so verstehen könnt, aber das sind Farben, die sind einfach nur so einfach cool. Das sind so Glitterfarben, diese ganzen hier. Hier hat man noch zwei so auffälligere Farben, grün und lila. Das wären dann alles, also die letzten vier Farben sind halt matt und man kann mit denen super arbeiten. Für mich die perfekte Herbstpalette. Keine Ahnung, ich liebe sie. Wenn ihr auf jeden Fall noch eine Review zu der Palette von Anastasia Beverly Hills haben wollt, auch dazu könnt ihr dann halt auch schreiben, ja bitte eine Review. Und die Tutorials zu diesen Looks werde ich euch auf jeden Fall noch schminken. Das, meine Lieben, waren meine September-Favoriten. Ich würde von euch gerne wissen, hattet ihr im Monat September-Favoriten? Es ist ja schon interessant, was andere so benutzen. Jedenfalls sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.